kann es nicht mehr erwarten. Ich glaube, die Intensität ist jetzt im Moment ganz gut überhaupt diese Woche reingekommen. Wir hatten ja mehr oder weniger eine kürzere Vorbereitung. Aber ich glaube, dass jetzt schon langsam alle im Saft sind. Und natürlich holt man sich dann den letzten Schliff dann im Bundesligaspiel. Das ist dann nochmal eine ganz andere Intensität. Das kannst du nicht vergleichen mit einem Training. Aber ich glaube, dass wir schon insgesamt auf einem guten Level sind und bereit sind, am Sonntag reinzustarten. Sind ja eigentlich fast alle geblieben. Ich glaube, 3-4 Abgänge, die was jetzt im Kader betrifft und dann noch 3 Zugänge. Und deswegen ist eigentlich der Stamm so ziemlich gleich geblieben. Und die Jungs, die was neu dazugekommen sind, die sind schon wieder gut integriert, die fühlen sich wohl. Deswegen glaube ich, dass sich da nicht viel verändert hat und deswegen auch ja, richtig gute Teamchemie im Moment herrscht. Wir haben bis jetzt noch nicht gewonnen dort. Dass da richtig gut gearbeitet wird und eine Entwicklung stattgefunden hat die letzten Jahre, das merkt man an den Tabellenplätzen. Wenn man auch überhaupt schaut auf die Bilanz, die wir sie haben in den letzten 2 Jahren, ich glaube, die haben nur zweimal verloren zu Hause. Und ja, da ist das natürlich nochmal ein sehr großer Reiz, dass man da den nochmal einer reindrückt auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie sehr viele Flanken schlagen, dass sie sehr intensiv in die Box reingehen, dass sie immer gefährlich sind bis zur letzten Minute. Die gewinnen viele Spiele 1:0 und 2:1. Und deswegen glaube ich, dass wir da auf jeden Fall eine Leistung brauchen, die was über 90 Minuten hochkonzentriert ist. Auf jeden Fall wird es nicht einfach, sich dort durchzusetzen. Da brauche ich auf jeden Fall einen guten Tag. Und ja, das arbeiten wir jetzt zusammen hin mit der Mannschaft, dass wir da wirklich auch gefestigt hinfahren, dass wir dort keine Minute verschlafen. Das darf uns nicht passieren, weil dort zurückkommen ist wirklich schwer. Also wir brauchen dort wirklich eine gute Abwehrleistung und müssen wirklich zustechen, wenn es geht. Und schauen, dass wir dort dann geschlossen im Team was mitnehmen. Dass alle wissen, wenn wir vorne attackieren, dass die Abwehr weiß, wann sie rausschieben muss. Und genauso hinten, dass da genau das Gleiche passiert. Und wenn diese Abläufe passen und auch funktionieren, dann können wir, denke ich, auch wieder dieses Jahr ja, für kleine oder große Furore sorgen.